herzlich begrüßt und danke, dass Sie gekommen sind. Und ich glaube, es ist heute ein ganz besonderer Tag, weil wir haben einen so lieben Besuch hier. Alexander Krube ist auch da und ich freue mich ungeheuer, dass Sie gekommen sind. Das Liebesobjekt. Im Alter nämlich dieses Bescheidensein. Ich verkümmere. Das Liebesobjekt. Im Alter nämlich dieses Bescheidensein. Nur sehen, das liebe Ding, nur sehen, vielleicht auch sprechen, ein paar Worte sprechen, zuhören. Lieber zuhören, vielleicht nicht selber sagen, nur schauen, das liebe Ding anschauen, die Hand reichen, drücken, die Hand spüren, die Hand, die Haut der Hand, blicken ins Auge. Das Auge suchen und blicken, sehen. Das Auge sehen, dass es lächelt, das liebe Ding, kleines, liebevolles Lächeln. Und schon die Tränen, aber die Tränen zurückdrängen. Nein, nicht weinen. Dieses Bescheidensein im Alter nämlich. Nur schauen, horchen, die Hand reichen, sein Lächeln empfangen. Das ist schon alles. Mehr ist nicht vonnöten. Und draußen die ersten Stürme und huschen, dann huschen in die verborgene Sprache, ins neue Gedicht. Allein dann weinen und denken, nachdenken, die welkenden Blumen des eigenen Lebens, das verpixelte Foto, Rittersporn, Rose, das flammende Mondlicht, die Winternacht, die süßen Tränen, der zartgliedrige Eros. Geistesstörung am 2. Juni 2018. Ich rüsselte am frühen Morgen, zimmerte. Diese, meine vielgeliebte Sprache, weißt du? Schneefall im Juni. Etwa ein Himmelsverbluten. Eine Sibylle, weißt du? Eine Stille. Hatte Epi-Attacke. Raserei, hatte Augengefühle, liebte Rameau. Ich habe ein paar Blumen aufgezeichnet, super, Blümchen tot geschwiegen. Ist auch ein Flockenwald im Juni. Egon Schillers stehendes Mädchen mit Pluderhose und erhobenen Händen. Ach, rosa Pratze, Orchideenwald, den ich hüpfend, damals in Romos, kauerten wir im Waldschatten von Rehen.
soll spielen verkehren. Dieses emsige Deutschfieber, deutsches Fieber, German Fieber des Samuel Beckett, nämlich nach langem tiefen Schlaf oder Strand von Träumen. Du sagst, wie dieses Jahr geschwind vergangen sei, von Almzeit zu Almzeit, wo du hell. Als ich aufwachte, war der Himmel verhüllt mit grauen Tüchern und ein paar Bienen brummten am Fenster. Manchmal sind diese Tiere benommen, als hätten sie sich getunkt in den Frühsommer, welcher mit raffinierter Wolke etc. mit Bienen und Brise am Fenster, wie mir. Ich meine, es war märchenhaft und dass die Sprache verwunschen war. In dieser stocksteifen Gesellschaft von Bienen, weißt du, eine Schere in den Socken im Nachlass. Hassenswert, am Morgen irgendwelchen Verpflichtungen nachgehen zu müssen. Dieser Komfort eines Klaus Reichert, sage ich, eine alte Biene am Fenster vor dem Zusammenbruch. Ich meine, eine alternative Biene. Eine Collage von Ärzten im evangelischen Krankenhaus. Die wanderten nun ja in der Einschicht der weißen Lilien. Baumlange Studien, nämlich. Ich hatte 3 Wochen eine Schreibblockade, über die ich tatsächlich in Tränen ausbrach. Immer wenn ich an den Wäldchen der Hamburger Straße vorbeikam, erinnerte ich mich an eine Aufführung eines Beckett-Stückes in der Werkstatt des dortigen Avantgarde-Theaters. Gegen Abend ein Zitronenfalter am Fenster, sehr delikat. Ich lege dir mein Herz zu Füßen. 30.05.2018, in der Einschicht der Rote Rhabarber. Geschnitten bekommen bedeutet das Leben abgeschnitten bekommen. Wenn du träumst, dass dir die Haare geschnitten werden, sagt Kalmus, wird dir das Leben beschnitten werden. Ich habe Angst. Ich verstecke den Daumen in meiner Faust. Wenn dir im Traum die Haare geschnitten werden, wirst du bald sterben. Ich ersticke im Müll, in der entweihten romanischen Kirche von Krems, presste ich die freigelegten rosa Blumen ans Herz und den dicken Fisch. Und ich aß von dem Fisch an der Wand der entweihten Kirche. Und der Fisch war bekömmlich und ich patrouillierte. Dieses Wort hatte ich im Traum gelesen. Und ich wandelte unter dem kolossalen Steg der kolossalen Violine viele Stunden in der entweihten Kirche. Aber der dicke Fisch folgte mir weinend
Und ich umhalste den Fisch und er sprach zu mir und er sagte mir meine Zukunft voraus, meine Zukunft in der feuchten Erde und ich erstickte in der feuchten Erde und ich hatte mein süßes Leben verloren, dieses mein süßes Leben, welches mich so sehr beglückt hatte, so viele Jahre und Jahrzehnte, indes die rosa Blumen an der Wand der entweihten Kirche die Augen aufschlugen und mich geleiteten in einen tiefen Wald. Es muss so sprießen, was ich schreibe. So Spezereien von Traum und so weiter. Und ich habe einen großen Zorn gehabt. Und als ich mit diesem Zorn einen Arzt aufsuchte, wunderte er sich und sagte, ich habe dich noch nie mit einem so großen Zorn gesehen. Und was sei geschehen? Ich hatte plötzlich das Wort Kalmus erfunden und ich schlug im botanischen Lexikon nach. Und die Zunge des Kalmus leckte mir die Hand und er fraß meine Hand und wir waren einander verfallen und ich fetzte mein nasses Hemd herunter. Und ich zeigte ihm, wie ich sterben würde, wie ein verendetes Tier, mein Kopf hängend über der Schreibmaschine, ohne Versöhnung, inmitten von Rüschen, von Gladiolen. Und er zeigte mir einen Mantel aus Hasenfell. Und ich drängte die Tränen zurück. Und ich verspürte das Bedürfnis, kerzengerade, lechzende Sätze zu konstruieren. Auf dieser Fotografie betrachtend,
nehme ich den Duft wahr, nämlich den süßen Namen. Also, dass er, Christopher Middleton, sprach von einem, von meinem Mund als einem Autograph, nämlich dem Autograph meines Mundes, welcher seine Beteuerungen. Ili, welcher seinen Umhang auf der nassen Parkbank ausbreitete, dass ich mich darauf niederlassen könne. Ach, die lugenden Blumen im Gehölz, Hundsfeilchen, Liebes, wie erhitzt ich war. Damals spazierten wir an dem Grundstück des Giovanni Sinopoli vorüber und ich sehe noch heute den Lattenzaun. Sprachlos das Hündchen. Ich meine, chillen heißt ausplaudern. Mamas Ärmelchen grandios den halben Ärmel des Nachtjäckchens hinaufschiebend, am folgenden Mittag zupfend Salatblättchen. Mama war Ästhetin. Sie verbirgt Daumen in ihrer Faust, weil sie Angst hat. Nun ja, in dem wüsten Ort vom Hospital konnte ich mir plötzlich meine Wohnstadt nicht mehr vorstellen. Was war geschehen? Mit weit aufgerissenen Augen der Anemonenstrauß. Diese steifen Jeans, wie sie in der Ecke stehen, sie stehen in der Ecke. Was diese beiden Bildnisse angeht, die meine Ärztin besaß, besaß sie einen sehr kleinen Dufy oder einen sehr kleinen Matisse, waren so klein, nämlich sie hingen an der Wand neben der Tür zum Schlafzimmer der Ärztin, dass ich die längste Zeit in ihrem Salon mit langsamen Schritten und suchenden Blicken umhergehen musste. Ach, ich konnte dieses Bild nicht entdecken, bis einer ihrer Freunde mit seinem Finger, ich meine, er nahm mich an der Hand und zeigte mit ausgestrecktem Zeigefinger auf das sehr kleine Bild eines Dufy oder Matisse. Die Wand, an welcher der sehr kleine Dufy oder der sehr kleine Matisse hingen, wehte jedoch wie ein Vorhang. Ich meine, in dem Augenblick, da ich des Gemäldes ansichtig wurde, begann die Wand, an welcher der sehr kleine Dufy oder der sehr kleine Matisse hingen, zu wehen. Ich wunderte mich und ging ganz nahe an das Gemälde heran. Ich frage mich heute, nach so vielen Jahren, was das Gemälde darstellte. Aber mein geschwächtes Erinnerungsvermögen, ich meine, ich erinnere mich nicht, was das Gemälde darstellte. Ich sehe auch die Farben des Gemäldes nicht mehr vor mir. Wie kann das sein, dass ich keine Erinnerungen an den sehr kleinen Dufy oder den sehr kleinen Matisse habe? Weh mir, nach mehreren Stunden, welche ich vor dem Gemälde sitzend verbracht hatte, versank
der Anblick des Bildes vor mir, ohne dass mir beigebracht worden wäre, ob es sich bei dem Gemälde, von Dufin oder von Matisse gehandelt habe. Ich litt an der Ungewissheit, ob das sehr kleine Gemälde von Dufin oder von Matisse stammte. Ich verließ den Salon in der weitläufigen Wohnung meiner Ärztin ohne einen Blick in den tatsächlich enigmatischen Garten geworfen zu haben. Ich meine, dass ich keinerlei Erinnerung an den mit einer gehandarbeiteten Decke bedeckten Stützflügel in der Mitte des Salons behalten hatte. Ach, der Leser will doch verstehen. Der Leser will doch verstehen. Es ist dem Gelöbnis eine Apfellust. Ach, die Lust vom Kälbchen, gemagert, die Eselin, als wie von El Greco gemalt und gemagert, wie Eselin in die Länge gezogen, das Kälbchen, wie von El Greco gemalt, gemagert. Nun ja, wie ich dich mehr liebe, als du mich liebest. Ich meine, dieses Geheimnis von Zorn oder von Liebe, dass du nämlich verhaltener liebest, mich, als ich dich, dass ich mich dir schöner öffnete, wie junges Palmblatt dem Auge, wie einer für einen anderen den Himmel bedeuten kann, wie derjenige, der für einen anderen den Himmel bedeutet, dies nicht erkennt oder nicht erkennen will, oder dass es ihm gleichgültig ist oder dass es ihn belastet. Verschone mich, ach schone mich, dass ich nicht mittragen muss deine Seufzer, missratenen Stunden, Beschwerden, auch Qualen. Denn was habe ich mit deinen Qualen und Beschwerden und Seufzern zu tun? Es ist ein Zittern in der Sprache, so wie ein Zittern ist im Palmenhain. Ach Paletto, ach weinendes Geistlein, Fätzchen von Leu oder Luna. Was sie anhatte, war ein französisches Perlon. Bin kopflos, weißt du, trat ans Fenster, da es war später Abend, sah, wie der zunehmende Mond sank. Ich meine, es ergriff mich, dass ich mich umwandte und sank auf mein Bett, bis der Morgen kuckuckte. Tingeli, ach, die Insignien der Tränen, nämlich Blumenbeete, am nächtlichen Himmel ein Blumenbesteck, am nächtlichen Himmel, es war, glaube ich, ein nächtliches Gewitter, ein sehr fernes, es war, glaube ich, eine Wunde im Gebirge, wie damals in dem türkischen Film Honig, laufe ich den Wald, das grüne Gebirge hinab, nämlich für Gottes Lohn und so weiter. Sahst du nach dem Gewitterregen den Wald aus den alten Bergliedern von Alban Berg? Thank you.
lenkige Monat Mai. Deine Briefe schelten über mich her. Dies und das schelten sie über mich her. Damals in D, das Körbchen mit Ketten, nämlich bewarfest du mich, nämlich wild wie Buben mich wild bewarfen, das in den Locken, das in meinen Locken die wilden Ketten, die Opiummesser, die Opiumesser, ach, das Schleierkraut, wie die Buben mich wild bewarfen, wie ich mitternachts mich beugte über den Balkon, sah ich eine Schar von Lieblingen, Lieblingen von Sternen zu, so betäubt eine Schar von Lieblingen, von Malern, die Kirikor nämlich, seine Fußglöckchen nämlich. Sind die Sterne denn des Himmels Pagen? Eines Himmels Malereien? Diese Spuren von Sopranstimmen? Auf den Zehenspitzen bin ich unsichtbar. Der Essensträger kommt heute um 10 in einer Matrosenstunde. Träne um Träne über meine Backe, enorme Backe eines rohen Affes. Das Schwalbenhaupt weint. Du hast mir damals lange gewinkt. Du warst eine Schwalbe und hast mir lange mit einem Frühling gewinkt. Ist das eine Schwalbenhochzeit? Ist es eine Liebelei? Ist es eine Tränenhochzeit? Ist es eine Liebesgeschichte? Es ist ein Zorn in mir, eine Wehmut in mir, so profund. Habe dich als Schwalbe über der Moldau gesehen, lieber Doktor? Hier die Knochen, hier die Knospen meiner Fußabdrücke, aus welchen ich nicht ablesen kann, ob gebrochen. Bin gebrochen an Leib und Seele. Bin dein Patient. Habe dich als Rabe über der Moldau gesehen am frühen Morgen, da die Fischer in den Boden im Regen die schielenden Fenster von Vis-a-vis bin so angemalt im verschneiten Mai, im verschneiten Haag, ach, Alpenrand, im verschneiten Mai. Jedes Wort ein einziges Wundmal. Bist Gräslein hingebeugt, ihn lässt die Fluren meiner Augen, sind wie der Frühling ist, wie eine Mandoline, wie die Leberblümchen unter den Gartenstühlen eigentlich wimmelten. Wie ich loderte, weißt du, wie ich loderte, sage ich zu L.U., als wir im Tangmädchen hockten, sahst du aus, ja, du sahst aus wie Gertrude Stein, so zurückgekämmt, als lebtest du im Gässchen von Sprache. 18.05.2018. Ich ließ sie dann fallen, weinend fallen. Ich meine, die Narzissen. Dann, dort, an dem Waldrand, endlich. Wir haben endlich die Kleider getauscht, wie Kinder.